Wir schauen uns heute an, was sind Datenbankdialoge in den CSE-Tools, wie kann man auf die Informationen des Kanalnetzes bzw. der einzelnen Elemente wie Schächte und Haltung zugreifen, was hat es mit Auswahllisten auf sich und wie kann man Daten massenhaft bearbeiten. Ja, hier sehen wir auf dem Lageplan das Kanalnetz, Schächte, Haltung. Wie können wir jetzt auf die Informationen der einzelnen Haltungen zugreifen, auf die einzelnen Schächte? Dafür gibt es hier die Datenbankdialoge für alle möglichen Arten von Netzelementen. Bei den Haltungen beispielsweise ist es so, wir haben hier diesen Datenbankdialog dort strukturiert. Ja, was sind fachliche, textliche Informationen, wie beispielsweise die Kanalart ist ja ganz wichtig. Hier hat man eine entsprechende Liste dahinter, Straßenbezeichnungen und so weiter und so fort. Geometrieinformationen, natürlich, klar, aber auch Informationen zum Einzugsgebiet, wenn man mit dem Planungsmodul arbeitet. Wir sind jetzt hier im Kanalkataster, da und hydraulisch rechnen will, sind natürlich die Informationen zum Einzugsgebiet erforderlich. Auch die hydraulischen Berechnungsergebnisse kann man hierüber abfragen. Ja, das wurde jetzt mit dem Modul Kanalplanung gerechnet. Auch da sieht man wieder, innerhalb der Module sind die Daten natürlich dieselben und jedes Modul kann auf die Informationen zugreifen. Dann hat man hier in den Datenbankdialogen ein paar nützliche Funktionalitäten, zum Beispiel dieses Lupensymbol. Wenn man wissen möchte, wo ist jetzt diese Haltung, klickt hier drauf, dann wird sofort die Zeichenfläche dorthin fokussiert. Genauso kann man aber auch eine Haltung tippen, die man auf dem Lageplan sieht. Hier rechts oben jetzt, diese Objektinfo ist eingeschaltet. Da kann man sehen, okay, welche Haltung ist das jetzt? Einfach eine Vorschau, dass ich dann auch die richtige erwische. So, und sobald getippt wird, hat man dann die Informationen zu dieser Haltung hier im Datenbankdialog im Zugriff. Man könnte auch hier an der Seite links die Liste aufklappen der Haltungen und sich dann dort durchklicken. Man sieht es auf der rechten Seite, werden immer die aktuell ausgewählten Informationen angezeigt. Auch kann man hier unten suchen, beispielsweise nach Regenwasser. Wenn man das in der Bezeichnung drin hat, der Haltung, kann man dann die Liste entsprechend auch filtern. Bei den Schächten sieht es genauso aus. Auch da hat man hier den Datenbankdialog, gleiche Funktionalitäten. Die Registerkarten sind ein bisschen andere, aber im Wesentlichen dieselben. Also wieder Geometrieinformationen, Höheninformationen, Koordinaten für die Lage des Schachts. Und wenn wir uns mal hier einen Schacht anschauen, wo liegt der jetzt? Da hat man dann zum Beispiel immer die Möglichkeit, ja, wie kann ich jetzt die Lage des Schachts ändern? Ich sehe hier die Koordinate, ich kann die Koordinate durch Eingabe ändern. Ich könnte auch durch diese Tippenfunktion einen Text auf der Zeichenfläche antippen. Oder man hat hier hinten, wenn man nicht durch das Menü und die Verschieben-Funktion reingehen will, die Möglichkeit, ganz einfach hier eine andere Position für den Schacht zu setzen. Gehen wir nochmal auf die Registerkarte Texte. Ich habe ja gesagt, dass auch die Auswahllisten sollen eine Rolle spielen. Da sieht man hier zum Beispiel bei der Kanalart, da steckt eine Auswahlliste dahinter. Überall, wo man hier also ein Feld aufklappen kann. Und wir sehen, bei den Straßennamen ist zum Beispiel noch nichts vorhanden. Klar, könnte man jetzt auch den Straßennamen einfach eingeben. Wenn man das aber mehrfach machen möchte oder in einer umfangreicheren Planung oder Ortschaft, dann kann es dort zu Schreibfehlern kommen. Man möchte vielleicht noch den Straßenschlüssel dahinter hinterlegen. All diese Sachen kann man durch die einfache Eingabe natürlich nicht mitverwalten und dafür gibt es hier das Thema der Auswahllisten. Und damit wir das im Hintergrund gut sehen können, gehe ich hier mal in den Haltungsdialog rein, dann in die Verwaltung der Auswahllisten. Ja, der Haltungsdialog muss natürlich nicht offen sein, aber einfach damit wir das so ein bisschen zur Orientierung besser sehen können. Wir sind hier in der Kategorie Beschreibung. Wir schauen mal hier uns die Liste der Kanalart an. Wie, das ist ja eine gefüllte Liste. Ja, da sieht man hier der Wert, wie das auch in den baufachlichen Richtlinien Abwasser vorgegeben ist. Der Kurztext mit dem Langtext, beziehungsweise Wert und Beschreibung. Man sieht, das sind Systemvorgaben, die kann man nicht löschen, kann man nicht ändern, aber man könnte die Liste ergänzen um eigene Einträge, wenn man eine ganz bestimmte Kanalart hier vermisst. Und genau das wollen wir jetzt mal bei den Straßennamen machen. Wir sehen, die Liste ist leer. Und bevor wir jetzt hier anfangen, viele, viele Straßennamen immer wieder neu einzugeben, haben wir auch hier die Möglichkeit, Daten zu importieren.
Ich habe jetzt einmal eine Straßenliste aus einer Excel-Datei, die ich einlesen möchte. Das ist einfach eine Excel-Datei. Dort habe ich zwei Spalten drin. Man sieht es hier, Schlüssel und Straßenname. Sagt dort natürlich, dass im ersten Datensatz die Feldnamen stehen. Die muss ich nicht importieren. Gehe hier weiter. Mach dort noch eine Zuordnung, also Name und Beschreibung, ja, wie man das in der Auswahlliste sieht. Also auf dem Namen steht der Schlüssel und die Beschreibung ist natürlich der Langtext, also die komplette Straßenbezeichnung. Gehe hier weiter, kann nochmal kontrollieren, ob das alles so in Ordnung ist, importiere das und habe dann hier die Liste der Straßennamen gefüllt. Ja, exemplarisch, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, hier einfach mal ein paar wenige. So, und wenn ich dann das Ganze übernehme, die Auswahlliste ist jetzt gespeichert, könnte mir die auch abspeichern, um das in anderen Projekten weiter zu verwenden. Dann sieht man hier sehr schön, habe ich jetzt hier bei den Haltungen beispielsweise die Liste der Straßennamen zur Verfügung und kann das entsprechend auswählen. Ja, jetzt will man aber nicht jede Haltung durchgehen und durchklickern, gegebenenfalls noch immer wieder schauen, wo liegt denn die und dann dort den Straßennamen entsprechend vergeben, sondern man will sich hier einen Bereich raussuchen, für den man direkt alle Haltungen und alle Schächte mit dem entsprechenden Straßennamen versieht. Das heißt, wir legen uns hier einmal einen Bereich an über die Bereichsauswahl, einen Bereich vom Typ Strang. Sagen natürlich, wo beginnt der Bereich. Das ist auch jetzt egal, in welche Richtung hier, bis wohin geht die Straße. Meinetwegen hier bis zu dem MW 16. Benenne das noch in Akazienweg. Wie auch immer, ich brauche den Bereich ja jetzt erstmal nur für die Benennung. Und dann kann man hier sofort hergehen, entweder über das Menü Datenbank mehrere Netzelemente, das dort dann erledigen, oder direkt hierüber die Funktion aufrufen, um für den gewählten Bereich Daten massenhaft zu ändern. Naja, und da habe ich jetzt eben nur Haltung und Schächte, 7 Haltungen, 8 Schächte, wähle die aus, habe natürlich bei beiden Netzelementen das Attribut Straßenbezeichnung, entweder wähle ich jetzt den Schlüssel aus, hier, ich finde es immer besser, über den Langtext zu gehen, wähle dann diesen Wert aus, brauche mich auch um nichts weiter kümmern, es werden nur diese Elemente des Strangs bearbeitet, übernehme das und dann bin ich fertig und kann das hier dann kontrollieren, Schächte, Haltungen, so, und welchen Schacht auch immer ich jetzt hier aus diesem Bereich nehme, ja, sieht man jetzt hier Akazienweg, genauso ist das dann auch bei den Haltungen selbstverständlich. So, und das ist die massenhafte Bearbeitung der Daten mit den CSE-Tools. Was auch noch eine sehr wichtige Sache ist oder ein großer Vorteil der Datenbankdialoge ist, dass man hier die Beziehung auch zu anderen Netzelementen sehen kann. Ich sehe hier, die Haltung geht vom Schacht MW13 zum Schacht MW14. So, und möchte ich jetzt eine Höhe ändern, beispielsweise am Schacht MW14, dann brauche ich bloß hier daneben auf diesen Knopf gehen und der Datenbankdialog des Schachts öffnet sich entsprechend. Genauso kann man das Ganze auch andersrum machen. Wenn ich jetzt mal hier einen Schacht auswähle, ich sehe, da sind ein paar Mehrhaltungen dran und auch eine Anschlussleitung. Da hat man hier oben dieses Kettensymbol, wo man sagen kann, okay, was hängt denn alles an diesem Schacht dran? Hat hier eine Auswahl. Es wird auch immer nur das angezeigt, was tatsächlich vorhanden ist. Sprich, eine Anschlussleitung, ja, mit der Bezeichnung, ein Anschlussschacht, sprich, das ist der Anschlusspunkt letztendlich, und drei verschiedene Haltungen. Und so kann ich dann auch hier per Doppelklick oder mit Übernehmen einfach den Datensatz dieser Anschlussleitung öffnen und mich so viel schneller im Projekt orientieren.